Ja, halli, hallo, willkommen zurück zu Factorio. Ich bin der Tetsche von Soups Kanal und wir sind in Part 41 und wir versuchen gerade unsere Außenstation aufzubauen, unsere Außenforschungsstation, die ganz von alleine funktionieren soll. Und wir waren letztens hier stehen geblieben, dass wir dieses Chemielabor von dem Tree Farm Mod zum Laufen bringen wollten. Und das Problem, was ich jetzt hier sehe, ich wollte eigentlich ursprünglich diese Bäume hier verwenden, um Holzkohle zu machen. Es wird gerade dunkel, ich laufe lieber mal zu den Lasern. Also wir wollten halt Holzkohle draus machen, die wir ja brauchen für die, wie man hier irgendwo sehen kann. Ich weiß gerade nicht. Ach, in der Endproduktion sieht man das dann. Das wäre dann hier. Wir brauchen nämlich, für den Dünger brauchen wir Asche. Asche, nicht Holzkohle, sondern Asche. Jetzt weiß ich nicht, was ich hier bauen wollte, aber das werde ich gleich rausfinden. Ja, das hier. Und ja, jetzt habe ich natürlich das Problem gehabt, dass ich gar nicht in einer Kiste, in einzelner Kiste kann ich, an eine Kiste will ich, möchte ich ja gerne, das Holz rausziehen. Und gleichzeitig mit einem anderen Band, wollte ich eigentlich schon das Dünger reinnehmen. Also mit einem anderen Knickarm. Wow, sind das viele. Mit einem anderen Knickarm wollte ich dann eigentlich das Dünger, was wir herstellen, reinpumpen sozusagen. Nun weiß ich aber nicht genau, wie ich es machen soll. Gerade kommt mir vielleicht eine ungefähre Idee. Vielleicht einfach mit, wie heißt es denn? Logistikrobotern vielleicht. Eventuell wäre das auch eine Variante, aber, das Problem ist einfach die Tatsache, dass eine Kiste einfach nicht breit ist und dass sie nur so kurz ist. So, ich wollte ja ursprünglich hier jetzt sozusagen auf den Band wollte ich den Dünger hochfahren. Das Dünger wollte ich dann hier rein tun in die Kiste. Jetzt müsste ich aber gleichzeitig irgendwie das Holz, was hier produziert wird, auch wieder abtransportieren. So, jetzt habe ich hier keinen Platz mehr nach oben. Seitlich könnte ich was rausziehen, dann habe ich aber das Problem, dass ich erstmal schauen muss, wie ich bei jeder Farm dann das hier mache. Ich habe auch schon überlegt, ob ich dann... jetzt fällt mir gerade so eine leichte Idee ein. Moment. Wenn ich das so machen würde, sprich... dass wir... Na, ich möchte gerne eine Kurve basteln, so. Dass die hier... Und zwar, das ist jetzt ein intelligenter, also so der zieht dann sozusagen die Holzkohle das Holz raus. Das wird dann hier abtransportiert. Das könnte ich theoretisch überall machen. Also hier genauso. Hier seitlich raus. Und dann, ich habe ja extra die lang gebaut, dann so hier. Ah, so könnte es funktionieren. Ich müsste gucken, wie ich hier einen Verteiler reinkriege. Ja, so könnte es theoretisch funktionieren. So, jetzt werde ich aber... das intelligente Ding wieder ersetzen zu einem ganz normalen Knickarm. Und dann bräuchte ich noch ein paar, also drei Stück. Nein, nicht filternde. Wollte ja die langen haben. 1, 2, 3. Ja, dann bauen wir das doch so weiter. Und irgendwie ist meine Stimme gerade echt kacke. Ich habe gerade erst angefangen zu reden und schon tut sie wieder etwas weh. Naja, wir werden sehen, wie sie das noch entwickelt. So, wo sind jetzt meine? Ach, die wurden natürlich wieder alle verbraucht, die ganzen normalen Knickarme. Muss schon ein bisschen warten. So. So. Und hier machen wir die gleiche Chose. Einfach raus. Und da müssen wir jetzt bloß noch sozusagen die Fließbänder Richtung wechseln. Und zwar so. Ups. Jetzt bin ich verrutscht. Das kann ja auch mal passieren. So, ja. Ich habe jetzt eine Weile nicht mehr gespielt. Factorio. So, jetzt wollte ich erstmal schauen. Und das müsste ich dann theoretisch nach oben bringen. Was ich hier jetzt teilen muss eigentlich. Müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Wahrscheinlich wieder mit einem Splitter. Weil so wird es, glaube ich, nicht automatisch geteilt. Oder ich mache das ganz, ganz altmodisch. Mit sowas, mit Knickarm. Einfach, weil platztechnisch ist jetzt gar nicht genug Platz für so ein... Ach, hier sind ja noch Male. Ach, das sind... Ja. Da ist gar kein Platz für einen Splitter. Das würde dann das schöne Bild auch wieder ruinieren. Das schöne Bild. Das ist mal ganz wichtig, dass das alles symmetrisch auch schön aussieht.
So, das Problem, was ich hier zum Beispiel sehe, wenn ich jetzt hier den Knickarm habe und hier jetzt dieses Fließband. Wie man sieht, das Fließband kann ich nicht hinbauen wegen dem Baum. So, würde das Umkehrschluss auch bedeuten, dass wenn ich hier ein Band habe, kann hier kein Baum wachsen? Das ist nämlich auch so eine Sache, wo ich mich vorhin, als ich das mal offscreen ein bisschen probiert habe, eigentlich ein bisschen gegen gesträubt habe, aber an sich... Ja, es funktioniert gerade und deswegen werde ich das auch erstmal so verwenden. So, hier kommt dann der Dünger rein. Tschung, düs, düs, düs. So, ja. Somit wäre erstmal relativ das geklärt. Ja. Der Dünger kommt von hier. Ja, jetzt müssen wir erstmal schauen, wie wir das machen. Ich werde das, glaube ich, ganz... cool elegant versuchen zu lösen und zwar mit unterirdischen Sachen, dass ich jetzt hier das irgendwie so mache. Wieso kann ich das jetzt hier nicht verbinden? Ach so, ja. Nee, ich verstehe es nicht. So wird es funktionieren. Interessant. Mache ich so und dann kann ich die hier oben zusammenfließen lassen. Ganz cool. Und das mache ich jetzt so. Das sieht bestimmt sehr lustig aus. Ja, ein bisschen Design kann ja nicht schaden. So, mache ich wieder unterirdische. Na, so. Und dann machen wir das einfach. Wieso will sich das jetzt damit verbinden? Hallo? Hä? Warum denn so rum? Ich habe das doch gar nicht so rum gedreht. So rum soll das doch. Ja. Das will sich nicht ganz. Das will nicht ganz. Das will nicht. Moment, dann machen wir das doch so. Und dann nach unten. Jetzt brauche ich aber für da oben noch was. Na, das muss ja... Menno! Ich wollte das doch so haben. Das... Na, klasse. Okay, das will sich nicht verbinden. Dann versuchen wir es einfach mal mit den schnellen Fließbändern. Vielleicht funktioniert das ja dann besser. Ach, wir haben das mal Ewigkeiten hergestellt. In der Zeit kommt bestimmt wieder die Allianz und wir hatten uns ein bisschen... tot machen wollen. So, komm, fertig, bitte. Schneller ein bisschen schneller. Ja, sehr schön. Gut, und dann würde ich das einfach so machen. Denn es geht ja, es muss ja erstmal hier hingesetzt werden und dann reicht das. Natürlich reicht das nicht. So. Oder? Ist das verbunden? Ja, es ist halt nur schneller. Und dann kann ich ja rein theoretisch, jetzt habe ich natürlich doch hier normale, habe ich noch. Die können sich ja jetzt gar nicht verbinden, weil sie sind ja unterschiedlich schnell. Ha, ha, ha. Verarscht sozusagen. So, jetzt sehe ich aber, dass ich das hier nochmal baue. Ja, tut mir leid. Die Ästhetik ist wieder mal im Weg. So, ich würde das dann so hier bauen. So, und dann noch die... Ach nee, der ist ja hier schon. Ach man, nochmal. Und interessant, noch keine Aliens, aber ich beschwöre sie bestimmt gerade herauf. Es hat schon geleckt. Das heißt bestimmt, dass gleich die Aliens kommen. Und jetzt schnell noch ein normales setzen. So. Nein, Moment, es geht ja gar nicht so. Das muss ich dann theoretisch. So. Ja, ich weiß gar nicht. Mache ich es einfach so. Gut. Jetzt schaue ich gerade. Das ist das Holz, was hier lang geht. Hier kommt das Holz raus. So, das Holz soll dann theoretisch hier ganz normal... Von mir aus kann es geradeaus weitergehen, ganz normal. Und wird dann in Kokoris, zumindest in einer erstmal, eine muss erstmal reichen, wird das dann umgebaut. So.
Mit einem normalen Knickarm möchte ich dann hier Kohle reinfügen und hier kommt dann die Asche raus. Und direkt neben der Asche kommt dann sozusagen das Labor, wo dann alles zusammengefügt wird. Und zwar würde ich gerne Dünger herstellen. Hier kommt dann die Asche raus. Ja, und so weiter und so fort. Das, was hier rauskommt, wird... Jetzt muss ich gucken, wie ich es mache. Das muss hier sich verbinden. Also ich bin jetzt am überlegen, wenn ich da nicht das jetzt hier rausführe sozusagen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Platz ich dafür brauche. Das werde ich gleich mal mit diesem... Ja, ich brauche mehr Platz, als ich dachte. Dann werde ich das erstmal so machen. Ja, ich habe eine Idee. Ich kann mir natürlich nichts mehr leisten. Das heißt, ich muss eh nochmal in die Stadt zurück. Ein Splitter. Das eine geht zu einer Kiste und das andere wird hier reingeführt, sodass der Dünger hier unsere vier Baumfarmen macht, wo das Holz für die Asche herkommt. Ja, rein theoretisch sollte das dann so funktionieren. Jetzt erstmal ab in die Stadt. Da muss ich nur noch alles verbinden. Und dann, was ich ganz wichtig finde, ist, hoffentlich reicht die Kohle überhaupt. Weil die geht bis hier hin. Also es kommt auch kaum neue nach. Wo ist denn die ganze Kohle? Es wird schon wieder nichts produziert. Wo ist die Kohle hin? Hier ist zum Beispiel nichts drinne. Hier auch nicht. Es kommt einfach kein Holz, sehe ich das richtig? Es kommt einfach kein Holz. Ja, ist die Frage. Liegt es an einem Bug wieder mal oder? Wir werden es sehen. Wir fahren jetzt erstmal zu kurz in die Stadt, dann wird es bestimmt wieder erstmal ein paar FPS-Einbrüche. Ich meine, hier liegt ein bisschen Holz. Aber, tja, wer weiß, wer weiß. Müssen wir da mal schauen. Erstmal kurz in die Stadt ein bisschen Eisen holen. Und was mir auch aufgefallen ist. Ich weiß ja gar nicht, ob unsere Baumfabrik in der Stadt, ob die eigentlich so super arbeitet. Was ist denn, wenn dort uns die Kohle auf einmal ausgeht und auf einmal unsere Lasertürme nicht mehr funktionieren? Das wäre, glaube ich, nicht so gut. Ja, ich bin jetzt mit Absicht so nah rangegangen, damit es einfach die Lecks ein bisschen weniger werden, wenn ich jetzt in die Stadt reinfahre. Und es scheint, ist aber nichts passiert. Läuft immer noch alles flüssig, sehr schön. So, dann gehen wir mal hier runter, Eisen holen. So, Stahl brauche ich ja immer noch nicht, aber Eisen. Eisen ist immer gut. Ja, hier nehmen wir uns mal wieder ein bisschen was. Und Kupfer brauchen wir auch noch. Die haben wir auch ziemlich verbraucht, nehme ich an. So, Kupferkiste haben wir ja nicht, aber wir haben hier unsere Kupferfließbänder. Das ist auch ganz gut. So, ein bisschen Kupfer haben wir jetzt einstecken. Wie viel haben wir? Ja, ein Stack. Nehmen wir noch ein bisschen, so. Und dann sind wir wieder einsatzbereit. So, und ich wollte nämlich einen Splitter machen und dann noch ein paar Fließbänder. Fließbänder braucht man ja sowieso immer. So, und dann kann ich gleich wieder hochfahren. Dann wird es wahrscheinlich erst wieder nachts werden. Naja, passt schon. Ja, dann hoffe ich, dass die Düngerkacke überhaupt irgendwas bringt. Weil wenn das nichts bringt, dann ist die ganze Chose, die wir jetzt gebaut haben, eigentlich mehr oder weniger umsonst. So, Enter-Taste, so. Wenn ich schon mal hier lang laufe, produziere ich mal ganz schnell noch ein paar Kabel. Und fange schon mal an, hier eine kleine Leitung zu legen. Wenn das mal kurz was fertig werden würde. Ja, dauert ein bisschen. Jetzt kommen noch die Kabel dran. Und jetzt kommen die ersten Leitungen. Sehr schön. Ja, ich freue mich ja dann auch schon. Ich setze das mal so. Ich freue mich ja natürlich auch schon dann auf das Update, was dann irgendwann hoffentlich mal rauskommt. Ich habe jetzt gar nicht geschaut, aber ich glaube nicht, dass jetzt schon ein Update draußen ist. So, hier werde ich nochmal kurz gar nichts machen. So. Ja, so. Strom ist theoretisch da. Jetzt hier wollte ich einen Splitter machen. Und zwar so. Oh, es geht ja gar nicht rein. Ach, Mann. Das gibt es doch gar nicht. Wieso geht das eigentlich rein? Ach so, ich muss ja natürlich eine Kurve bauen. Haha, okay. Gut. Jetzt noch normale Knickarmroboter hätte ich gerne. Und die ziehen mir das dann hier drauf. So. Dann, hier haben wir gesagt, kommen die zwei Sachen raus. Die führen selbstverständlich auch zu dieser Fabrik. Das sind dann die normalen Sachen, die eingeführt werden.
Also die, was heißt normale Sachen so? Das sind die zwei. Was brauchen wir noch? Also die haben wir, die haben wir. Die Asche haben wir. Jetzt fehlt bloß noch der flüssige Stickstoff. Und den produzieren wir ja ganz woanders. Ja, was wollen die Aliens jetzt von mir? Sterben. Gut, dann müssen wir so einen Stickstoff anschließen. Der ja bei der Eisenfabrik dann produziert wird. Und dann müssen wir schauen, wie das denn aussieht mit dem Wald. Warum der schon wieder nichts produziert. Können ja auch... Ach doch, hier kommt gerade Kohle an. Also produziert der Wald doch. Da sieht man wieder mal ein bisschen Kohle. Okay, er produziert. Wir müssen es wahrscheinlich nur beschleunigen durch den Dünger. Durch den Dünger. Die Frage ist nur, wie schließe ich denn jetzt da unten diesen riesigen Wald auch an diese Düngerproduktion an? Also, es ist ja keine Produktion, sondern wie kann ich das da verteilen? Ich meine, hier habe ich jetzt eine Lösung gefunden, eine relative. Aber da müsste ich da unten, glaube ich, alles wieder umbauen. Dass ich dann irgendwie zwei Fließbänder habe, die eins das sammelt, eins das dann irgendwie den Dünger verteilt. Und das ist, glaube ich, so eine etwas schwierigere Sache. So, hier drüben kommt ja der Stickstoff raus, sehe ich. Ja, genau. Und der ist ja schon am Produzieren, das heißt, okay, das wird dann sozusagen hier dann sein, genau. So, dann guck mal hier, so. Ich brauche bestimmt noch ein paar. Dilüt. So, und dann werden wir jetzt hier natürlich einiges an Stickstoff produzieren, weil das ja das ganze Band voll werden wird. So, wir haben natürlich nur das eine, die eine Stahlproduktion angeschlossen. Oder nee, nur das hier haben wir angeschlossen. Okay, dann wird hier nicht viel passieren. Da brauchen wir dafür Stahl? Nein. Gut, ja, die Produktion ist angeschlossen. Jetzt werde ich das hier unten auch noch mit Strom versorgen. Da kann man natürlich nichts dazwischen stellen. Stelle ich es da hin. So. Ja, jetzt wird hier natürlich wieder was und dann kriege ich es hin, natürlich nicht. So, wird einzeln, so. Die Produktion läuft dann Team. Ach ja, hier ist der Zerquascher, genau. Ach so, ich muss noch einstellen, dass er Stein zerkleinern soll. Also der Steinzerkleinerer muss ich vorher noch einstellen, dass er Steine zerkleinern soll. Okay. So, damit läuft das jetzt theoretisch. Ja, ab und zu lassen sie was durch für die. So, jetzt frage ich mich gerade, was fehlt denn hier noch? Ach, die Wissenschaftspakete. Stimmt ja, die musste ich ja auch noch. Die müsste ich ja auch noch. Die muss ich ja auch noch. Ja, gut. Wäre das auch geklärt. Werde ich gleich auch noch die Forschungsstation angehen. Zumindest die erste kleine. Jetzt muss ich hier oben auch noch Strom verlegen. Sonst kommt hier ja nie... Ach, schade, dass es nicht so einfach geht. So. Hier hätte ich gern eins und da hätte ich gern eins. Dazwischen muss ich auch noch eins machen. Dann muss ich das hier auch noch anschließen. So. So, hier kann auch alles starten. Das Asteroid kommt schon. Die erste Asche wird dann produziert. So, hier passiert noch gar nichts, logischerweise, denn das Dings fehlt. Gut, das heißt, Wissenschaftsforschungs-Dingsbums, wo sind sie da? Da Zahnräder und Kupferplatten. Stimmt ja, da war ja was. Zahnräder würde ich hier oben produzieren, aber das Kupfer ist ja ganz da unten. Ich glaube, ich wollte alles nach unten verlegen. Also Zahnräder wollte ich, glaube ich, oben produzieren. Kupferplatten wollte ich jetzt hier unten die Forschung eigentlich schon bauen, die rote zumindest, ich weiß es nicht. Ich brauche ja die Kupferplatten, das heißt, ich muss das... Ich habe mir alles zu groß angelegt, glaube ich, das ist ein bisschen schwieriger, das alles jetzt... ich muss theoretisch die Kupferplatten, für was brauche ich die denn überhaupt? Die brauche ich eigentlich nur für Kabel und für die scheiß Forschung. Ja, also, ja, eigentlich nur für diese eine Forschung brauche ich Kupferplatten. Ansonsten nur für Kabel, glaube ich. Ja, ja, ich brauche die nur dafür, nur für Kabel. Und dann baue ich die Forschungslabore da unten hin. Also eine Montagemaschine. Nehmen wir gleich die schnellere. Eine muss ja erstmal reichen. Und die werde ich jetzt hier irgendwo hinklatschen.
Denn hier unten kommen ja eigentlich Kabelfabriken. Hier müssten eigentlich mehrere Kabelfabriken jetzt herkommen noch. Ja, und derzeit werde ich aber erstmal, solange wir noch nicht genaueres wissen, das jetzt erstmal da hinsetzen. Und da kommen nämlich dann die hier hin. Ein ganz normaler Knickarm würde da reichen. So. Der natürlich keinen Strom hat. Ach, verdammt. So. Und dann fehlen jetzt bloß noch die Zahnräder. Und die Zahnräder müsste ich jetzt von oben nach unten verlegen. Oh mein Gott. Aber ich brauche nicht so viel Zahnräder. Wie mache ich es? Wenn ich jetzt das tatsächlich bis nach unten verlege, ich brauche tatsächlich nicht so viel Zahnräder. Und ich habe dann sehr viele Zahnräder auf den ganzen Band verteilt. Und ich brauche die wirklich nur einmalig da unten. Nein, ich brauche die Zahnräder später auch noch. Ich habe meine Liste wieder nicht auf. So, da habe ich sie aufgemacht. Wir brauchen Zahnräder für Wissen 1, Fließbänder und für Knickarme. Das heißt, theoretisch ist es doch okay, wenn ich die hier unten langführe irgendwo. Ja, aber erstmal müssen wir welche herstellen. Und ich glaube, gleich kommen die Aliens. So, wir haben auf jeden Fall hier einen Haufen Platten irgendwo. Da sind die ganzen Platten hier. Die haben alle keinen Treibstoff, warum nicht? Irgendwas ist, aus irgendeinem Grund ist das total langsam geworden mit der ganzen Kohleproduktion. So. Hier haben wir ein paar Eisenplatten, die wir dann umbauen müssten eigentlich in Zahnräder. Ja, dann... hier hätten wir eigentlich genug Platz, um noch mehr... Ja, gut. Ich werde die hier oben hinbauen irgendwo. Ich werde die jetzt noch ein bisschen verlängern, so. Dann... machen wir gleich drei. Machen wir drei. Eins, zwei, drei. Oh, schön. Das ist so Tag und keine Aliens haben angegriffen. Aber jetzt in dem Moment, wo ich das sage, kommen sie wahrscheinlich gleich angerannt. So. So weit oben wie möglich. Was brauchen denn Zahnräder? Brauchen bloß die Platten, ne? Eins, zwei, drei. Erstmal nur drei. Das wird ja erstmal reichen. Und dann... Ja. Führen wir die hier oben einfach mit lang. Und müssen wir dann schauen, wie wir die wegkriegen sozusagen. So, Knickarme habe ich vier. Ich brauche aber noch... Wenn ich jetzt... Knickarme vier... Nee, drei habe ich. So, jetzt habe ich drei und eins, zwei, drei. So viel brauche ich, genau. Nehme ich raus, rein. Ach so, zu weit weg. Huch. Huch. Da, in die Mitte, in die Mitte. Außer bei dem. So. Produzieren tust du das. Du tust das produzieren und du tust das produzieren. Und dann kommt natürlich noch der Strom. Der liebe Strom. Der muss ja auch irgendwie sichergestellt werden. Ja, wieder mal zu weit weg. So. Zahnräder sind in Produktion sozusagen. So, irgendwann staut sich das hier hoffentlich auch mal, aber es wird, glaube ich, noch Ewigkeiten dauern. Dadurch, dass wir keine Kohle mehr haben, ich glaube, dazu müssen wir, da müssen wir uns auch mal drum kümmern. Und zwar hier haben wir auch noch Kohle, die wir vielleicht kurzzeitig noch mit abzweigen könnten eigentlich. Bitte ohne Eisen, so, danke. Und dann werde ich das jetzt einfach hier mit einfließen lassen, einfach aus dem Grund, weil wir... kurzzeitig da vielleicht noch was brauchen, bevor... Ich möchte mich jetzt nicht immer nur um den Wald kümmern. Und deswegen... Wir schauen uns den Wald aber auf jeden Fall nochmal an, was da irgendwie schief läuft. Irgendwas muss da ja schief laufen. So. Aber ein bisschen mehr Kohle, zumindest dann für die Sachen hier auch. Gut. Ja, und jetzt muss ich schauen, dass ich ganz viele Fließbänder habe. Und das dann bis da runter zu bringen. Awesome. So, wie mache ich es denn am Blödsinn? Wo ziehe ich es lang? Ich würde sagen, am liebsten hier lang ziehen. Aber wo muss ich denn genau hin? Da. Hm. Ah, die FPS-Einbrüche. Ja, dann könnt ihr euch nachher schon auf Verrutschung der Tonspur freuen. Aber ich glaube, da sind wieder ein paar Aliens jetzt gespawnt. Das werden wir dann sehen. Oh. Dann müssen wir eine Umleitung fahren. So. Was ist denn hier?
Blockiert uns ein Wald den Weg. Ah, da kommen die Aliens. Ein bisschen spät dran heute. Ist noch gar nicht mehr dunkel. Naja, die sterben auch so. Haben sie auch verdient. Da müssen wir ja mal ehrlich sein. Wow, die kommen ja ziemlich nah ran. Das geht ja mal gar nicht. Wie sieht's denn aus hier eigentlich? Geht hier auch was Strom runter? Naja, ein bisschen. Ja, Leichen können wir immer gut gebrauchen. Leichen sind immer was Schönes. So, die sind jetzt hoffentlich für immer tot. Hier würde ich das Band nämlich gern langziehen. Oh, das hat sich alles schon weiter verbreitet hier, diese ganze Zahnräder. Ach, hätte ich gar nicht wegmachen, aber doch, muss ich wegmachen. Gut. Man wird auch so schön schnell, wenn man das, wenn man auf so ein Band rumrennt. Deswegen renne ich jetzt auch weiter auf dem Band rum, obwohl ich. Ja, und schon habe ich keine Fließbänder mehr. War ja klar. Und ich brauche noch so einen Tunnel. Habe ich davon nicht welche? Ich habe noch hier welche. Und zwar muss ich mal schauen. Da. Der Ebene. Ja, von mir aus so. Ja. Ich brauche noch mehr Fließbänder. Noch much mehr. So. Ja, ist die Frage, wo wir das jetzt langführen. Eigentlich würde ich das ja hier langführen, aber da ist ja jetzt die Stromdinger. Ja. Wie clever das von mir jetzt war, dass ich das da lang gezogen habe. Ah. Ja, dann müssen wir hier einfach mal ein bisschen abreißen. So. Huch, falsche Richtung, dahin. So, das wäre da. Jetzt muss ich natürlich den Strom nochmal neu verlegen. Das wäre ja sonst komisch. So, schön. Ja, jetzt fehlt da natürlich der Strom. So. Gut, dann kommt natürlich auch Produkte wieder raus aus dieser Fabrik. Und die müssen jetzt wieder nach oben. Und ja, wenn ich das jetzt hier dran mache, das unterirdische Ding, werde ich es, glaube ich, nicht schaffen, da oben rauszukommen, nehme ich an. Werden wir gleich testen. Huch, ich habe noch kein zweites gehabt. Ja, natürlich nicht, ganz knapp. Aber ich möchte das jetzt so machen, deswegen werde ich das halt jetzt hier so hinsetzen und das so machen. Da muss das hier halt nochmal ein bisschen weichen, kann ich nichts dafür. Das ist dann halt einfach so. So, und zwar. So. Huch. Ja, sieht ein bisschen komisch aus. Aber es funktioniert. Tonspur ist bestimmt verrutscht. Wird gleich nochmal ein. Ach. Wir haben eh wieder überzogen. Da die bisschen Tonspur könnt ihr wahrscheinlich auch noch ertragen. So, jetzt müssen wir schauen, ob ich unten auch die Fabrik schon mal angeworfen habe. Wahrscheinlich fehlt ja noch ein bisschen Strom. Ja, es kommt auch nichts raus, sehe ich gerade. Und auch nichts rein, weil ich keinen Knickarm habe. Ich möchte aber normale haben. 1, 2. So. Ich hoffe, die kommen bald. Und dann war es das auch schon wieder. Ein bisschen weniger gewesen heute. Also nicht viel gemacht. Aber naja. Es ist halt eine ganz komische Fabrik, die ich hier aufbaue. Ja. Ich hoffe, ihr könnt es mir verzeihen. So, ich werde jetzt trotzdem noch natürlich das Fließband noch nach oben bauen, ist ganz klar. Ich muss natürlich noch, glaube ich, ganz viel Wald abholzen. Ja, ganz viel vielleicht nicht. Ja, ich habe halt einfach ein bisschen. Oh, das reicht nicht. Aber da muss ich jetzt alles bauen. Wird immer noch nicht reichen. Riesige Bäume, die müssen weg. So. Na, schade. Und das muss dann
da muss das ja rein, ne? Moment, für was? Ah, nee, da muss es hin. Oh. Ja, dann kann ich gleich wieder alles abbauen. Ich meine damit nicht, dass man hier, denn ich muss es sozusagen wieder mal da oben durchführen. Und zwar brauche ich wieder Untertunnelungen, die ich mir gerade nicht leisten kann. Sehe ich das richtig? Ah, nein. Nein. Wieso kann ich mir das nicht leisten? Da kommen auch schon die ersten. Ach, verdammt. Wieso kann ich mir die Untertunnelungen jetzt nicht leisten? Ich will das jetzt aber noch machen. Deswegen mache ich, ich hole mir schnell Eisen, indem ich noch einen Schnitt rein. So, habe ich ein bisschen Eisen geholt, damit ich mir unterirdisches, damit ich hier das bauen kann. Genau das hatte ich nämlich vor. Jetzt muss ich natürlich wieder so eine ganz hässliche Kurve basteln. Hm. Nein, da geht's ja gar nicht lang. Da ist ja dieser ganze Steinkacke im Weg. Oh. Nein, 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 geht doch weg. Ich wollte doch die Folge gleich beenden. Ich wollte es nur noch anschließen. Ach, diese Aliens gehen dann manchmal ganz schön auf den Sack. Gut, dann baue ich jetzt schon mal zwei davon. Ja, schießt ruhig, schießt ruhig. Ach, geht denn das auf den Sack. Aber das ist schön, dass das hier alles stagniert. So soll das auch sein. Das dauert halt alles, bis das alles mal richtig stagniert hier. Krank. So, fertig endlich. So, den habe ich persönlich getötet. Weiß gar nicht, was die Ellen sich da eigentlich immer rausnehmen. Dass die denken, dass sie einfach mich stören könnten. Das ist jetzt unser Planet. Die haben gar nichts mehr zu sagen. Wir haben die bessere Technologie. So, sehr schön. Endlich kann es losgehen. Und warum nimmt der sich hier nichts? Ach, der hat sich schon was genommen. Ja, schön, 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 schön. So wollte ich das sehen. So wollte ich das sehen. Oh, ich habe mir gar keine Einführer gemacht. Werde ich jetzt noch schnell tun. Und zwar zwei normale bloß. Und dann ist die Folge zu Ende. Es tut mir natürlich dann wahnsinnig leid. Aber ja, irgendwann muss eine Folge auch ein Ende haben. Und jetzt ist alles vorhanden, jetzt ist alles vorhanden. Ja, wir machen Dünger. Oh, hier ist ein, ach so, natürlich ist hier eine Blockierung, ist ja ganz klar. Kommt ja alles nur von der einen Seite hier, sehe ich das richtig? Warum kommt ja von hier nichts? Haben die hier keinen Bock? Die haben einfach keinen Bock. Und da kommt der erste Dünger, so. Und wird jetzt hier reingeschmissen? Nein, hä? Ach, es wurde gleich wieder rausgeführt, ach. What the fuck? Wie soll denn das funktionieren? Ah, ich muss Filter verwenden. Ach, verdammt. Raus. Du gehst auch nochmal ab. Ich brauche filternde Teile oder intelligente, was auch immer der Unterschied zwischen filtern und intelligent ist. Aber ich brauche jetzt 1, 2, 3, 4 Stück davon. So, rausziehen darfst du nur... Ja, die kann ich natürlich nicht anklicken, so jetzt. Du darfst nur Dünger, nur Holz rausziehen. Danke. Du darfst auch nur Holz rausziehen. So, du darfst hier... Ja, es ist ja ein Baum gewachsen, ziemlich fetter sogar. Nein, hör auf, das rauszuziehen, du. Du bist so doof. Schlimm. Das Problem ist natürlich, dass die, eigentlich ist es ein gutes Experiment sozusagen. So, ich hoffe, dass jetzt dazwischen nicht irgendwo noch Dünger hängt, was wahrscheinlich der Fall sein wird. So. Jetzt haben wir natürlich erstmal keinen Dünger mehr. Wahrscheinlich, weil wieder irgendwas fehlt. Obwohl. Ist doch alles da. Kalium fehlt. Ah, hier haben wir das Problem. Ach, verdammt. Stimmt, das ist ja jetzt so eine Scheiße. Ah, habe ich auch nicht bedacht. Ah, verdammt, verdammt, verdammt. Ist egal, dann werde ich jetzt erstmal den Dünger, den ich einstecken habe, persönlich
hier aufs Band schmeißen. Ganz einfach, so. Wie war denn das? Es war mit Z. So, da ist der Dünger. Der kommt jetzt an. Und der wird sich wahrscheinlich alles schnappen und hier reinschmeißen. Ach ne, die anderen werden ja auch noch versorgt. Gut. Ja, jetzt ist ja ein Dünger drin und dieser eine Dünger wird jetzt sozusagen irgendwann verschwinden, weil er verbraucht. Jetzt ist er verbraucht, aber die Frage ist halt, wächst das Zeug dadurch schneller? Kann ich noch nicht sagen. Werden wir dann sehen. Hier, das werde ich noch ein bisschen abändern. So, ja, das dürfte, glaube ich, auch reichen. Wir haben total weit überzogen. Aber das reicht auch, sehr schön. Wir werden sehen, ob das wirklich was bringt, diese Teile. Und ob dieser Wald reicht, um das alles zu versorgen. Ja, und hier werde ich demnächst noch was machen. Oder werde ich gleich was machen? Ich werde es gleich abändern noch. Wir haben jetzt schon so weit überzogen, da kann ich das auch mal schnell abändern. Und zwar werde ich das eigentlich ganz einfach machen. Und zwar so. Na Moment, Moment, das geht so nicht! Ah! Okay. Nein, wenn ich das so mache, geht das auch nicht. Mal setzt er die da unten auf. Seht ihr das richtig, dass er die unten drauf setzt? Ja, logisch, durch die. Okay, wenn er das unten drauf setzt, dann. Ich bin gerade verwirrt, wie ich es mache. Moment, ich überleg's mir kurz offscreen. Ja, rauszoomen, zoom, zoom, zoom. So, ja, ganz einfache Sache eigentlich. Ich habe es jetzt ein bisschen nach oben verlagert. So. Die Knickarme sind ja dann hier. Dann werde ich das so machen. Und dann ganz komisch rumwursteln. Und das dann von oben rein tun. Und jetzt ist hier natürlich das im Weg. Ja, und das werde ich so hier reinhauen. So. Dann kommt das von oben, das andere kommt von unten. Und ja, dann haut das ungefähr hin. Jetzt muss ich natürlich den Strom wieder herstellen. So. Dann noch schnell die Knickarme da rein einsetzen. Welche auch immer das waren normale. So und so. Ja, und dann wäre das auch wäre das auch gelöst. Dann kann der auch wieder genug herstellen, ohne dass sein Stau passiert. Sieht komisch aus, funktioniert, aber im Moment kann man wahrscheinlich um einiges besser machen. Es gibt auch einen Mod, für dass die so Knickarme von unten entweder auf die vordere Schiene setzen oder auf die hintere Schiene. Ich wollte es eigentlich nicht installieren, weil das Problem ist nämlich, wenn ich das installiere und irgendwann geht der Mod nicht mehr oder wird nicht mehr geupdatet oder so, dann habe ich eine Maschinerie gebaut, wo es alles nicht mehr funktioniert. So bei dem Tree-Mod, da kann ich immer noch sagen, okay, gibt's nicht mehr, nehme ich wieder normale Kohle. Aber bei dem sieht es halt ein bisschen anders aus. So. Gut, jetzt wird alles wieder schön produziert. Wird auch alles schön verteilt. Wir haben jetzt, keine Ahnung, fast 40 Minuten Folge. Ja, da freut ihr euch bestimmt. Das Problem ist nämlich, das ist das Problem, was ich jetzt zum Beispiel auch sehe. Dass hier jetzt einfach total viel reingeschmissen wird. Der haut einfach alles rein, was er kriegen kann. Der große Knickarm. Gibt es auch einen großen, intelligenten Knickarm oder sowas? Dass ich irgendwie einstellen kann, nur so und so viel. Weil der haut das jetzt alles nur in diesen einen Dings rein, nicht in alle. Der verteilt das jetzt nicht richtig. Ach, ist das ein Scheiß, ey. Soll man denn sowas machen? Soll man das jetzt richtig verteilen? Hat der irgendjemand eine Idee? Und der klaut jetzt alles raus und wird das jetzt so vollpumpen, bis hier irgendwie gar kein Dünner... Pumpt das jetzt einfach nur in dieses eine Feld. Lustigerweise geht doch alles bloß jetzt in die eine Richtung und in die Richtung geht jetzt gar nichts mehr. Ja, der wächst jetzt wahrscheinlich richtig gut, dieser eine, das eine Feld. Da müsste man mit unglaublich viel Splittern oder sowas arbeiten. Ah, das ist ja alles nervig, ey. Ja, wieder so ein Drecksding, was wir gefunden haben, was hier nicht so ganz funktioniert. Die Verteilung. Aber anscheinend kommt hier recht gut Holz raus dann, nehme ich an. Ja, in dem Sinne erstmal dann bis zum nächsten Mal. Ich muss jetzt unbedingt Schluss machen. Tut mir leid, etwas überzogen. Oh, komm,
natürlich die bösen, bösen Allianz, die mich jetzt verfolgen. Aber naja. Gut, dann in dem Sinne würde ich sagen, ich war der Tenshi hier von The Noobs Kanal und ja, tschüssi! Yeah.